Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Sonntag, den 11. März. Die Kita Bärenhöhle aus Bad Rehburg ist neuer Botschafter der Imagekampagne des Landkreises Nienburg. Die Kinder beschäftigen sich mit dem Schmetterling als Symbol, indem sie die Geschichte der kleinen Raupe Nimmersatt nachspielten. Was daraus entstanden ist, haben sie zusätzlich dokumentiert. Beate Gräfe aus Hasbergen ist derzeit für das deutsche Missionsärzte-Team in Tansania. Von ihren Erfahrungen dort berichtet sie bei einem Vortrag am 21. März ab 19 Uhr im Schulzentrum Hoja. Die beiden jüngsten SPD-Mitglieder im Rat der Samtgemeinde Grafschaft Hoja berichten über ihre Wege in die Politik, über ihre Erfahrungen mit der Arbeit in den kommunalen Gremien und darüber, was sie motiviert. 70 junge Menschen aus Nordniedersachsen, vereint als Adonia Projektchor und Band, sind am 28. März ab 19.30 Uhr in der Aula der berufsbildenden Schulen Nienburg zu erleben. Sie bringen das Musical Herzschlag auf die Bühne. Zum Sport. Die HSG Nienburg bemüht sich seit Bestehen der Handballspielgemeinschaft, einen guten Kontakt zu den umliegenden Schulen zu halten, um den Kindern den Sport und vor allem den Handball näher zu bringen. Vorreiter der Schulkooperation ist seit dem 1. April 2004 die Friedrich-Ebert-Schule und diese läuft bestens. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Sonntag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.